Hallo, ich bin Martina aus dem Teufelsmoor und ich zeige euch heute, wie wir eine Mascarpone-Kirschtorte backen. Dafür nehmen wir zunächst einmal die Butter und rühren die gemeinsam mit dem Zucker schön cremig auf. Ruhig schön lange rühren, dann wird es richtig cremig und schaumig. Wir rühren auf jeden Fall so lange, bis der Zucker sich gelöst hat und anschließend geben wir die einzelnen Eier dazu. So, das haben wir gut gerührt. Jetzt geben wir Mehl und Backpulver hinzu. Und rühren das auch noch mal gut durch. So, der Teig ist jetzt gut gerührt. Dann können wir die Hälfte davon in die Springform geben. Schön glatt streichen. So. Und zu der anderen Hälfte, die übrig geblieben ist, geben wir dann die Nuss-Nougat-Creme. So, das rühren wir dann nochmal gut durch. So, einmal kurz gerührt. Das ist jetzt auch fertig. Dann geben wir auch die Nuss-Nougat-Creme obendrauf. Auch das verteilen wir jetzt gut auf dem hellen Teig. So, anschließend kann man das Ganze noch ein bisschen marmorieren, ein bisschen durchziehen, damit es sich ein wenig vermischt. Zum Schluss kommen die Kirschen oben drauf. Schön verteilen. So, und ein wenig andrücken. Das sieht gut aus. Und so geben wir das Ganze jetzt für 40 Minuten in den Backofen. So, der Boden unserer Mascarpone-Kirschtorte ist inzwischen fertig gebacken und auch schon ausgekühlt. Ich habe jetzt das Backpapier schon mal darunter entfernt, sodass wir dann als nächsten Schritt diesen Tortenring umlegen können. Möglichst fest. So, das hält gut. Dann können wir nämlich die Mascarpone-Creme jetzt anrühren. Dafür gebe ich Mascarpone in die Rührschüssel. Und den Quark dazu. Einmal gut durchrühren. Zucker braucht es jetzt in dieser Creme nicht mehr, weil wir schon Zucker im Boden ausreichend haben und anschließend das Topping mit dem roten Tortenguss noch drüber gegeben wird und auch da ist dann Zucker enthalten. Von daher lassen wir Zucker in der Creme einfach weg. So, das sieht gut aus. Das ist schön cremig gerührt. Dann geben wir jetzt einfach diese gerührte Creme auf den erkalteten Boden. Jetzt streichen wir das möglichst glatt. Je glatter man es streicht, desto besser sieht es anschließend aus, wenn wir dann den roten Tortenguss drüber geben, damit er dann auch schön gleichmäßig verteilt ist auf dem Boden. So sollte er dann aussehen. Und das Ganze stellen wir jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit es richtig fest werden kann.
Unsere Mascarpone-Creme ist jetzt schon gut fest geworden und darum habe ich jetzt den aufgefangenen Kirschsaft mit dem roten Tortenguss und ein wenig Zucker in den Topf gegeben und das rühren wir jetzt gut durch und kochen das Ganze einmal auf, damit wir es gleich darüber geben können. Wirklich gut rühren, damit es nicht klumpig wird, das ist ganz wichtig. So, dann nehmen wir uns jetzt die Torte. Lassen das hier jetzt ein wenig auskühlen, das ist gut einmal aufgekocht und geben das dann gleich esslöffelweise über diese erkaltete Mascarpone-Creme. Vorsichtig drüber. Damit das schön gleichmäßig wird, machen wir das tatsächlich hier esslöffelweise, nicht einfach so drüber kippen. Fertig. Man sieht schon, es wird langsam fest, aber es soll richtig einmal durchkühlen, bevor wir dann die Torte verzieren können zum Abschluss. So, unsere Torte ist jetzt gut abgekühlt. Wir haben inzwischen den Tortenring entfernt. Und ich mache das dann immer so, dass ich diese Schablone nehme, denn die ist hier in 12 Teile unterteilt. Da suche ich mir ungefähr die Mitte und drücke es einmal kurz auf die Torte drauf. Das hat einfach den Vorteil, dass die Stücke tatsächlich sehr gleichmäßig groß geschnitten sind anschließend. Und wer mag, kann das natürlich auch gleich zum Verzieren noch benutzen. Wir machen das aber jetzt anders. So, leicht wieder lösen. So, jetzt sieht man hier, es hätte vielleicht tatsächlich noch ein bisschen länger auskühlen können, aber das macht nichts, wir verzieren es ja jetzt nett und dann fällt es gar nicht mehr auf. So, wir haben jetzt Sahne geschlagen und das hier in die Spritztülle gegeben und dann kann man das natürlich, wie man möchte, schön verzieren. So, zum Abschluss nehme ich ganz gerne noch ein bisschen Schokolade oder Nüsse, was man gerade so im Haus hat, das kann man alles benutzen und setze das nochmal auf die Sahnetupfen. So sieht jetzt unsere fertige Mascarpone-Kirschtorte aus. Natürlich setzen wir sie gleich noch auf eine schöne Tortenplatte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!